Der Wettstreit der Lügengeschichten. In alter Zeit gab es einmal einen König, der den Königsschatz seiner Stadt in Frieden verwaltete. Der König hatte eine Tochter, die eben volljährig geworden war. Sie war von höchster Schönheit, unmöglich etwas Lieblicheres zu finden. Der König wollte seine Tochter verheiraten. Dazu hatte er sich einen ganz sonderbaren Weg ausgedacht. Ihr einen ebenbürtigen Gatten auszusuchen, lud er nämlich zu einem Wettbewerb der Lügengeschichterzähler ein. Wie die haarsträubendsten Lügengeschichten erzählen würde, eine Geschichte, bei der auch kein Fünkchen Wahrheit nachzuweisen wäre, der sollte seine Tochter haben. Auf die Ankündigung des Königs kamen von überall her die Männer, jung und alt, und wollten sich um die Prinzessin bewerben. Schließlich war der Tag des Wettstreits gekommen. Alle traten sie ein in die große Halle des Palastes. Der König hatte seinen Hofbeamten zu Schiedsrichtern gemacht. Sie alle liebten ihre Königstochter sehr, wachten eifersüchtig über sie und wollten sie niemanden gönnen. Darum machten sie sich bereit, bei der kleinsten Kleinigkeit bereits Einspruch zu erheben. Als die festgesetzte Stunde schlug, wurde es still in der Halle und der Hofmeister verlas die Liste der Bewerber, die alle mit einer Lügengeschichte am Wettstreit teilnehmen sollten. Er las die Namen der Reihe nach vor. Der erste, der sich vorstellte, war ein uralter Greis, der in zitternder Hand seinen Stock hielt. Er hob an und erzählte: Vor langer Zeit gab es einen Stier, der war unermesslich groß. Wenn er aufstand, stießen seine Hörner an den Himmel. Sobald er damit an eine Wolke kam, ward sie aufgeschlitzt, und dann fiel ihr Blut als Regen hernieder. Bevor er weiter erzählen konnte, hatten die eifersüchtigen Hofbeamten ihn jedoch schon unterbrochen, denn sie warteten nur darauf, Einspruch zu erheben. Sie sagten: Das ist keine Lügengeschichte, sondern die reine Wahrheit. Als der Stier nämlich gestorben war, kam Prahin und holte ihn sich. Er zog ihn ab und machte aus seinem Fell eine Trommel. Wenn er diese Trommel nur irgendwo schlägt, so rollt der Geroll des Donners über den Himmel. Dann fängt es an zu regnen, wie eh und je. Diese Geschichte ist nicht als Lügengeschichte zu bezeichnen. Der Alte gab auf. Nach ihm traten die Reihe nach viele andere vor, aber jedes Mal erhoben die Hofbeamten Einspruch. Schließlich kam ein Jüngling an die Reihe, von männlicher Schönheit und lebhaft gewinnender Gebärde. Die Klugheit leuchtete ihm auf den Augen, als er unbefangen vortrat, um seine Geschichte zu erzählen. »Ich bin Waldjäger. Mein Beruf ist, Tiere des Waldes zu erjagen und in der Stadt zu verkaufen. Eines Tages ging ich in den Wald und traf eine Elefantenherde. Oho, es waren unermesslich viele Tiere, viel mehr, als man erzählen konnte. Wenn man sie jedoch hätte zählen wollen, so wären es sicher 300.000 gewesen. Ich freute mich sehr und dachte, was soll ich tun? Diese Elefanten sind alle sehr schöne, kräftige Tiere. Wenn ich sie fangen und verkaufen könnte, bekäme ich so viel Silber dafür, dass ich zum 10. Mal reichsten Mann der Erde würde. Welche Kunst hätte ich anwenden sollen, die Elefanten zu fangen? Denn ich wollte die ganze Herde auf einmal haben. Sollte ich ein Gehege errichten im Urwald und die Elefanten hineintreiben? Das konnte ich nicht, denn meine Kraft ist gering. Ich musste sie auf viel einfache Art fangen. Darum holte ich ein paar Tropfen Baumgummi und kochte sie auf dem Feuer, bis sie ganz zäh geworden waren. Nun nahm ich Ruten und tauchte sie in den Gummileim. Diese Ruten stellte ich im Walde auf, und alle 300.000 Elefanten liefen jeder in die für ihn bestimmte Reihenrute rein. Sie klebten an den Ruten fest, und nun war es ein leichtes für mich, sie zu fesseln. Ich riss mir ein paar Haare vom Kopf. Damit band ich die Elefanten hintereinander an. So führte ich sie in einem mächtigen Zug hier in die Stadt.
Als der Jüngling so weitergesprochen hatte, machte er eine Pause. Er blinzelte zu den Schiedsrichtern hinüber und erkannte, dass sie im Begriff waren, Einspruch zu erheben. Nun nahm er alle seine Klugheit zusammen und fuhr fort, denn er gedachte den Beamten die Lust zum Widerspruch zu nehmen. »Als ich die Elefanten in die Stadt gebracht hatte, verkaufte ich sie, die ganze Herde, den Hofbeamten, die heute meine Schiedsrichter sind. Der Preis betrug 300.000 Silberlinge je Tier. Ihr Beamten alle, nicht wahr, kam zu mir und teilte die Herde untereinander auf. Da war ich meine Elefanten los.« Als der Jüngling soweit erzählt hatte, war es still. Der König sah, dass seine Hofbeamten keine Anstalten machten, zu widersprechen, und rief: »Was nun, ihr Beamten? Diesmal, so scheint es, ist die Geschichte vielleicht doch die Unwahrheit?« Die Beamten hätten gern widersprochen, doch weil sie dem Jüngling die Königstochter nicht gönnten, riefen sie schnell: »Es ist wahr! Als wir die Elefanten dieses Jünglings betrachteten, erkannten wir ihren Wert und teilten die Herde untereinander auf.« Als der Jüngling diese Worte vernahm, wusste er, dass nun sein Glück gemacht war. Er fiel dem König zu Füßen und flehte ihn an: »Ich bin dein Sklave, o Herr. Die Beamten haben nun zugegeben, dass sie mir meine Elefanten genommen haben. O Herr, seid mein Zeuge, denn ich bin gekommen, jetzt endlich die Schulden einzutreiben. Noch 90.000 Millionen schulden sie mir. Wenn sie mir heute ihre Schuld nicht bezahlen, o Herr, so verhängt die Königsstrafe und lasst sie alle miteinander hinrichten.« Als die Hofbeamten das hörten, fürchteten sie sich sehr. Denn es war klar, die Forderungen des Jünglings konnten sie nicht erfüllen. Der kalte Schweiß brach ihnen aus allen Poren, als sie sich vor dem König zu Boden warfen und bekennen mussten: »Es ist nicht wahr, eine so große Elefantenherde haben wir überhaupt nicht gesehen. Es ist alles von Anfang bis Ende erlogen.« Der König hörte es, was seine Beamten sagten, und entgegnete: »Ihr sagt, die Geschichte sei ein Lügenmärchen. Es sei ganz und gar die Unwahrheit. Dann hat dieser Jüngling euch besiegt, denn ihr könnt ihm nun nicht mehr widersprechen. Also gehört ihm meine Tochter.« Die Hofbeamten hörten die Rede des Königs, doch zufrieden waren sie nicht. Sie konnten die Hochzeit des königlichen Paares nicht mehr verhindern. Das machte sie schwermütig und zerknirscht. Fremder Neid ist für niemanden eine Gefahr, in dessen Herzen Klarheit herrscht.